Und hiermit begrüße ich euch zur 20. Folge von Deus Ex Human Revolution. Ich habe noch vor zwei Folgen oder so haben wir einen Wachmann überfallen und ich dachte, da wäre eine Schlüsselrunde gefallen. Und dann habe ich das halt abgetan, als wären doch keine da gewesen. Aber ich habe gerade beim Durchschauen der Dokumente, die wir haben, folgende E-Mail bekommen. In der sind Codes verschiedener Büros vom dritten Stock. Und die wurden uns jetzt alle quasi hinzugefügt. Wir sind aber dummerweise schon im zweiten Stock. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das andere uns besorgen werden. Also, ich meine, die Räume checken werden. Aber das finden wir noch raus. Jetzt erstmal in der letzten Folge haben wir uns ja sehr viele Informationen geholt. Im Allgemeinen. Oh, da liegt was. Komm ich da rein? Und auf jeden Fall, ah Mist, haben keinen Code. Aber da war ja noch, glaube ich, ein Lüftungsschacht, den wir eventuell verwenden könnten. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wir haben viele Informationen bekommen und jetzt müssen wir theoretisch rausgehen. Und wenn wir dann draußen waren, also wir müssen draußen erstmal zu unserem Apartment gehen. Und dann noch, das Apartment von dem Komplizen untersuchen, der unseren Freund quasi, der unserem Freund geholfen hat, Sachen aus Seraph Industries zu klauen. Entschuldigt bitte. Und das, oh, könnt ihr uns sehen? Das werden wir auf jeden Fall angehen. Aber ich habe jetzt erstmal hier vor, mich, hier reinzuhacken, denn da ist was drin und das hätte ich gern. So, und leider haben wir dafür keinen Code. Aber egal. Sicherheitsstufe 2. Könnt ihr mal versuchen. Transfer, Transfer. Und da ist unser Ziel. Wir haben drei Stopper. Hilfe? Was ist denn das? Oh. Ach. Sieh mal einer an. Da werden die ganzen Sachen erklärt, die ich mich neulich mal gefragt habe. Die schaue ich mir aber, ja, die schaue ich mir später an. Wenn ich mal in einer Zwischenpause zwischen den Folgen bin, dann müsst ihr das nicht mit quasi erleben. Dann würde ich sagen, wir gehen mal da hoch. Moment. Ah, okay. Die verschiedenen Terminals, habe ich gerade gesehen, haben auch Zahlen nebendran und die haben auch, das sind verschiedene Levels. Hier zum Beispiel steht die Zahl 1 und es hat nur 50% Chance entdeckt zu werden, was im Gegensatz zu 90% sehr gering ist. Deshalb muss man natürlich auch sich überlegen, wie man vorangeht. Und in dem Fall wäre es der Schlauste, wenn wir jetzt ab hier unten rumgehen würden. Da haben wir nämlich noch ein Zweier und ein Einser. Als Level. Oh Gott. Okay. Jetzt habe ich da oben einen Stopper reingemacht. Und ich weiß noch nicht so ganz, was der jetzt wirklich verwirklicht hat. Er hat auf jeden Fall gestoppt, das hat man ja gehört, aber wie genau es funktioniert, weiß ich nicht, aber ist egal. Update, grauer Hut. Alles klar. Aber wir haben uns reingehackt erfolgreich in den Raum. Und, was gibt's? Ach, Mist. Okay. Wir haben nämlich immer noch keinen Platz, aber hier gibt's ein PDA. Das ist schon mal wenigstens ein Trostpreis. Der Zugangscode für Jenny Alexanders Büro ist 3727. Voila. Voila, Sir. Ist gut zu wissen, wenn wir jetzt noch wüssten, wo diese Jenny wohnt, oder waren wir da vielleicht schon drin? Oh, wer ist denn das? Most Wanted. Und hier ein Army Build. Build. Meine Güte, die Aussprache. Bisschen näher mal darauf eingehen, aber ist leider viel zu verpixelt, um Sachen zu erkennen und es sieht fast so aus. Also entweder ist die Qualität wirklich so scheiße oder sie wollten die Gesichter auch ein bisschen unkenntlich machen. Man weiß es nicht. Aber hier ist jetzt der Computer, den wir auch hacken müssten. So. Versuchen wir mal, ob wir das auch schaffen. Hacken. Mal schauen, welche Stufe es hat. 2. Okay, wir müssen also in die Mitte. Und es sind überall nur Zweier, also ist es egal, wie rum wir gehen. Wie viel Prozent? 70%, dass wir entdeckt werden. Ist schon recht hoch.
Ich versuch's einfach mal. Und zur Not können wir wieder Stopper verwenden. Haben wir noch zwei Stück. Aber brauchen wir die überhaupt? Okay, jetzt habe ich unten einen Stopper reingehauen. Okay, der Stopper stoppt also den kompletten Progress quasi vom Roten. Das heißt, das Rote hält an, kann aber wieder aktiviert werden anscheinend. Gut zu wissen. So. Ah, von Jenny Alexandra. Detective. Was rede ich da eigentlich gerade? Waffenlager. Sir, ich glaube, wir sind auf ein großes... auf ein Waffenversteck der D-Row Ballers gestoßen. Einer meiner Kontakte hat mir von einem Geheimversteck unter dem Boden einer Ruine irgendwo in der Derelict Row erzählt. Ich weiß, wir hatten das schon besprochen, aber ich rate Ihnen dringend, Ihre Entscheidung zu überdenken. Lassen Sie mich der Sache nachgehen. Ich denke, wir können uns nicht leisten, noch länger zu warten. Das ist gut zu wissen. Da können wir uns vielleicht eindecken. Und Bandenaktivität. Clay. Diese augmentierten Gangs machen sich ungehindert in unserer Sicherheitszone breit. Wenn das so weitergeht, merkt die Öffentlichkeit am Ende, was hier da drin wirklich passiert. Jackie wird sich bei Ihnen melden. Geben Sie ihm alles, was er braucht. Alles klar. Der Jackie wird sich bei uns melden. Also, man merkt, das Büro scheint vollkommen von Korruption durchflößt zu sein, wenn man das so sagen kann. Was ich jetzt noch kurz machen will, auf die Karte schauen. Denn ein Weg ginge nach unten. Und ich glaube... Ah ne, die Armory ist... ja, anscheinend irgendwie da hinten. Oder geht es hier zur Armory rein? Der Pfeil zeigt auf jeden Fall nach links. Aber von links kamen wir ja schon. Da ist auf jeden Fall keine Armory. Guter Pfeil, guter Pfeil. Es geht auf jeden Fall hier rein, glaube ich fast, oder? Ja, sieht armoryhaft aus. Bin ich mal gespannt, was da für Sicherheitsmechanismen sind. Bis auf die Kamera. Hallo? Aha, da ist offen. Oh. Ja, ich, kleiner Quicksave und dann gucke ich mal, ob der uns sieht, wenn wir da reinschleichen. Nee, da war niemand. Du hast dich eigentlich verguckt, wollte ich dir nur sagen. Ja, und da haben wir uns an ihm vorbeigeschlichen, denn wir sind einfach quasi Solid Snake im Schleichen. Praxispunkte erhalten, ja. Ach, und hier wäre man auch durchgekommen. Aber ich bin da mal, als ich eine kleine Sendepause hatte, hier durchgegangen. Natürlich ohne zu speichern. Und da hätte es auch einen Alarm ausgelöst, was natürlich suboptimal gewesen wäre. Weil dann alle nach uns gesucht hätten und wahrscheinlich wäre die Armory dann versperrt gewesen und ich glaube, wir laufen gerade weg von der Armory. Das ist schlecht. Hallo? Hallo? Aha. Da ist ein Typ, der scheint verhört zu werden. Können wir hier irgendwelche Daten empfangen? Vielleicht ist es auch jemand, den man mal retten kann, also den Auftrag dazu bekommt, ihn zu befreien. Welchen ich natürlich ungern annehmen würde, weil in einer Polizeistation würde ich jetzt nicht unbedingt jemand befreien wollen oder einbrechen wollen. Und habe ich mich jetzt verlaufen? Nee. Ach, da ist die Armory. Dann habe ich jetzt auch schon den Plan, was wir machen können. So. Blup. So, ganz schnell betäuben. Und dann kommen wir auch in die Armory. Und der hat wahrscheinlich auch den Schlüssel oder den Code dafür dabei, wenn es einen gibt. Und da liegt was, aber erstmal ihn untersuchen. Er hat nichts. Und dann ziehen wir ihn mal mit rein. Nicht, dass er noch entdeckt wird. Die Sache ist ja, was ist, wenn sie aufwachen? Ja, die würden ja wissen, dass sie überfallen worden sind. Aber trotzdem kommt das irgendwie nicht. Nicht so. Es wird nicht erwähnt. Ich glaube auch nicht später im Spiel. Aber okay. Level 3 Computer. Und was haben wir hier? Ein Terminal Level 2. Gucken. Ich frage mich, ob wir die Arme auch bekommen würden. Aber es sieht nicht so aus. Die leuchtet nämlich nicht. Mhm. Ein paar Waffen, Munition. Sprengstoff.
Ob sich das lohnt, ist natürlich die Frage. Wenn man bedenkt, dass wir unser Inventar immer noch voll ist, wie man vielleicht hier sehen kann. Aber vielleicht könnte ich dann auch ein paar Sachen da lassen. Ich versuche mal eben... Oh, Moment, da ist was drin. Aber nichts Wichtiges. Moment, ist hier ein Code? Nee. Ich schau mal, ob ich mich hier reinhacken kann. Moment, aber bevor... Wir wissen ja, wie es läuft. Kleine Quicksave. Sicher ist sicher. Ich will euch ja den ganzen Laufweg ersparen. Außer wenn ihr wollt, dass ihr die Laufwege... Also wenn ihr die Laufwege wirklich drin haben wolltet, dann könnt ihr mir das auch schreiben. Ach ja, und ich habe nicht die genug passende Heckenstufe. Ja, ich brauche Stufe 3. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und dann kann ich versuchen, weniger zu laden, aber ihr müsst es halt dann ertragen. Dann wird das Spiel noch mehr in die Länge gezogen. Und naja, mich würde es vom Prinzip her nicht immer stören. Aber naja, müsstet ihr entscheiden. Ihr seid ja diejenigen, die es schaut. Ich muss den Müll ja gar nicht schauen. Das ist ja das Tolle daran. Upsala. Stufe 3. Dann gebe ich mal unseren Praxispunkt aus. Leider. Und dann hacken wir das im Terminal mal. Schauen, ob es schwierig wird. Wir haben 3 Versuche nur. Okay, wir müssen... Müssen wir denn jetzt beide Terminals erreichen? Das wäre natürlich nicht super easy. Fast überall sind Level 2 Sachen. Ja, dann würde ich sagen, wir können... Oh, wir haben nur einen Stopper. Das heißt, ich muss mich am besten beeilen und beides gleichzeitig machen. So, jetzt habe ich den Stopper rein gemacht. Oh, oh Gott, es geht ja weiter. Das ist natürlich suboptimal. Schaffe ich das noch? Naja, ich könnte jetzt zum Test mich verstecken, bis der Alarm vorbei ist, aber... Damit ihr entscheiden könnt, ob ihr das wirklich sehen wollt. Denn mir wurde auch neulich mal von einem Freund von mir gesagt, dass ich weniger laden sollte. Aber ganz ehrlich, der Alarm braucht halt seine Zeit, bis er vorbei ist. Ich als Test mache ich es jetzt mal. Ich kann ein bisschen rumlaufen, das ist nicht ganz so langweilig. Na gut, so weit kann ich dann doch nicht mehr rumlaufen, weil da ging noch ein anderer Weg weg. Ja, und wie gesagt, man müsste warten, bis der Alarm vorbei ist und das dauert halt und seine Zeit und... Es ist halt unspektakulär, finde ich. Wenn ich da einfach schnell auf Laden drücken würde, dann hätte ich das... Oder hätten wir das schon hinter uns. Weil das hier ist ja kein richtiger Fortschritt im Spiel. Finde ich zumindest. Wie gesagt, vielleicht sehen das die meisten wohl, dass sie es sehen anders, aber es bringt halt einfach nichts. Das ist so die Tatsache. Und ihr müsst mehr von meinem sinnlosen Gelaber anhören, denn in solchen Situationen kann man ja nicht viel Sinnvolles von sich geben. Ich kann ein bisschen die NPCs begutachten, wie gut sie animiert worden sind. Ich könnte auch theoretisch in den Raum rein und den Typen befragen, aber das lassen wir lieber. Okay, Alarm ist vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber es waren bestimmt so um die, ja, eine Minute. Also eine Minute bestimmt. Und das ist schon relativ viel. Aber ich glaube, hier in den Raum ist jetzt keiner rein, weil die Tür ist noch zu. Und ich habe sie ja vorhin geschlossen. So, dann testen wir doch gleich nochmal, ob wir es hacken können. Haben wir den Stopper jetzt verloren? Oh ja, wir haben den Stopper verloren. Ja, dann versuche ich es gar nicht erst, weil dann weiß ich, dass ich es nicht schaffen werde. Wir können ja vielleicht ein andermal dann hier zurück hinkommen. So, jetzt schleiche ich mich noch schnell an der Kamera vorbei. Oh, ist da was dahinter? Nee. Ja gut, schwierig war das jetzt nicht. Die Armory von einer Polizeistation theoretisch zu stehlen. Wenn man hacken könnte, was ich nicht kann. Auf der Karte gab es dann noch einen Weg geradeaus hinter. Wohin der führt, weiß ich nicht. Angezeigt wird auf jeden Fall nichts, wohin der führen könnte.
Wir können ja mal hinlaufen und dann in der nächsten Folge vielleicht reinschauen, was wir da zu erwarten haben. Wundert euch nicht, dass ich immer die Kisten hochhebe. Ich will halt immer gucken, ob es da vielleicht irgendwas Spezielles gibt. Aber diese Tür betreten wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.